Willkommen zu einem weiteren Video, wo ich dir aufzeigen möchte, dass wenn du dich bewegst, die Balance eine zentrale Rolle spielt, wenn du konstant sein möchtest. Jeder Golfschwung ist ein Kreis, den du mit dem Schläger um dich machst, und jeder Kreis hat sowohl sein eigenes Zentrum. Wenn das Zentrum hier zu fest aus dem Zentrum geht, dann wird es schwierig, erfolgreich wieder zurück an den Ball zu kommen. Speziell bei Hanglagen ist es wichtig, dass du deinen Kreis richtig einstellst, um erfolgreich deine Bälle abgeben zu können. Und das macht es eigentlich im Golf so schwierig, wenn wir Hanglagen haben, dass wir hier die Balance richtig einstellen, um nicht zu steil oder zu hoch über den Ball zu schwingen, respektive runterzukommen, in den Boden zu schlagen, sondern erfolgreich den Ball abgeben zu können, weil wir eine gute Balance haben. Jetzt, die Balance ist nicht nur gegenüber dem Boden wichtig, sondern die Balance ist auch mit den Händen, mit deinem Schläger wichtig. Wenn der Schläger zum Beispiel zu steil ist, dann wäre er nicht in Balance, oder wenn er zu flach ist, auch nicht. So, wenn der Schläger hier auch in Balance ist, wenn du nach oben gehst, nicht zu steil oder zu flach, das ist auch wichtig, damit du hier konstant an den Ball kommen kannst. Also grundsätzlich versuchst du, wenn du Golf spielst, zwei Balancepunkte richtig hinzubekommen, nämlich dich richtig hinzustellen und sowohl mit deinen Händen und mit deinem Schläger, um mit deinem Schläger die richtige Balance zu finden, damit du deinen Kreis optimal ausführen kannst. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Hinstellen und Anpassen der Balance, damit du erfolgreich deine Bälle abgeben kannst. Bis zum nächsten Video, viel Spaß, vergiss unten das Abo nicht zu lösen und die Glocke zu aktivieren, damit du, wenn ich ein neues Video hochlade, informiert wirst. Tschüss, viel Erfolg!